Hallo, Hallöchen zusammen, Ruppi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, ihr seht schon, dieses wunderbar drehende Bild mit diesem wunderbar zerquetschten Karton. Der Hammer. Wir haben hier heute die Figur von Game of Thrones, Daenerys und Drogon von Pop Rights. Die Nummer 15 und ich muss sagen, das ist echt das größte Funko Pop Modell, was ich jemals gesehen habe. Definitiv. Der Hammer. So, und das Ding ist auch noch original verpackt oder soll ich besser sagen, original zerquetscht. Okay, kurze Geschichte dazu. Gestern hat mich ein Sammlerkollege besucht und der brachte mir diese Box hier mit, war todunglücklich, denn die hatte der aus, ich weiß gar nicht, England oder USA bestellt, weiß ich schon gar nicht mehr. Hatte so zerquetscht bekommen, todunglücklich, ja, weil er möchte das Ding gerne bitteschön in einem top erhaltenen Originalkarton bekommen und wollte das umtauschen. War aber anscheinend ein bisschen kompliziert. Der Händler wollte es nicht zurücknehmen, wollte ihm einfach ein bisschen was erstatten und das fand er wieder nicht so cool. Denn er gehört halt zu den Sammlern, die sagen, ich brauche einen Top-Karton und eine Top-Figur. Die packen das auch nicht aus, ne? Die stellen das einfach so ins Regal. Okay, es gibt solche Sammler und es gibt solche Sammler. So, ich bin auch nicht unbedingt ein Funko-Pop-Sammler, aber ich mag die Drachengeschichten. Und ja, ich wollte mir die so mit der Zeit irgendwie mal zulegen. Aber wenn es geht, so günstig wie möglich, denn das ist mal alles, der ganze Kult um die Figuren ist mal ein bisschen zu overhyped, ja, obwohl manche Figuren echt toll gemacht sind. Ich sag nur Bob Ross und so Zeug, Burner. Und ich wollte eigentlich abwarten, bis sich der Hype ein bisschen legt und wenn man sie günstiger kriegt, dann würde ich zugreifen. Denn ihr wisst ja, ich sammle unfassbar viel, an unfassbar vielen Fronten, unfassbar viele Serien. Und dann musst du halt gucken, wo du bleibst, ne? Okay, auf jeden Fall fragt er mich, will ich's haben, denn ich bestelle mir das beim anderen Händler komplett neu. Da sage ich, okay, wenn du loswerden möchtest, kein Thema, was willst du dafür? Er sagte, nix, ich lass dir da, ich kann den Schrott nicht gebrauchen. Da sage ich, schön. Nur wegen dem Karton? Ist doch kein Schrott. Da sagt er, doch, ist Schrott, die Figur ist zerbrochen. Ich sag, okay, alles klar. Dann zeig mal her den Schrott. Ich habe so kurz angeschaut, ja, und wer Funko Pop kennt, der weiß, die Figürchen sind ganz einfach zusammengesetzt, ja, also das kann man auch ganz einfach wieder reparieren. Und hier in diesem Fall sind die Beine von Daenerys abgebrochen. Ach du liebe Zeit, aber wie schon vermutet, ich habe es noch nicht angeschaut, ist ja wie schon gesagt noch original verpackt oder original zerquetscht. Die Beinchen sind einfach nur abgebrochen, komplett, und die kann man ganz einfach wieder dran machen. Und das schaue ich mir jetzt hier mal an. Und somit bin ich hier wieder komplett umsonst eine schöne Funko-Pop-Figur gekommen. Daenerys und Drogon, tolles Modell, wie ich finde, für Funko-Verhältnisse. Und ich lege jetzt hier nicht unbedingt Wert auf den Karton, also von dem her, einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. So sieht's aus. Ja, Game of Thrones kann ich nicht viel dazu sagen. Ich hab's noch niemals angeschaut. Ich habe immer mal so 1, 2, 3 Folgen gesehen, wenn man so durchzappt. Hab's immer ein paar Minuten angeschaut, aber es hat mich nie gehypt irgendwie. Ne? Nie so, dass ich sagen muss, boah, ich muss die Serie sehen. Also deshalb, ich weiß überhaupt gar nichts von Game of Thrones. Ja, also ich kann nicht viel zu den Figuren sagen. Ich habe zu der Serie noch ein paar Drachen aus Resin, habe ich hier glaube auch noch nicht gezeigt. Ja, vielleicht komme ich mal irgendwann dazu, das hier vorzustellen. Na dann, lasst uns das Ding hier mal auspacken und gucken, was hier noch alles so gebrochen ist. So, wen das Modell auch interessiert, ich sag euch mal die Größe von dem ganzen Karton. Also ist wirklich riesengroß für Funko-Verhältnisse. Ich denke mal so 24 cm in der Breite, 18 cm in der Höhe und wir haben hier eine Tiefe von, ja, 17,5 cm. Ne? Wartet mal hier nochmal. Ja, 18 in der Höhe, kann man sagen. Ne? Da hier ist es ja extrem eingequetscht. Schöne Box, Funko-typisch halt. Ihr könnt hier vorne reinschauen. Hier könnt seitlich reinschauen, auch von dieser Seite und natürlich auch von oben. Oh, und hier ist schon was rumgefallen. Nämlich ein Bein von Daenerys. Okay. Ja, was haben wir hier noch drauf? Noch ein paar weitere Modelle zu Game of Thrones. Was auch immer das hier alles ist, ne? Der Night King. Da meine ich, hätte ich auch mal irgendwie eine Folge gesehen mit so weißen Typen. Die war cool. Ja, und hier noch zwei weitere Drachen. Die werde ich bestimmt irgendwann mal haben. Ja, schön, cool.
wunderbar. Ja, Pop Rides ist so eine extra Serienlinie von Funko mit mittlerweile auch schon wieder unfassbar vielen Modellen. Also alles entweder Figuren, die auf irgendwas reiten oder in einem Fahrzeug sitzen und so weiter und so fort. Gut, dann würde ich sagen, lasst uns das hier mal öffnen, tatsächlich noch original verpackt. Und Kathi wird mir das öffnen. Hallo Kathi. Hallo. Kannst du mal? Und zack. Danke Kathi. So, oh, hier ist auch schon eingerissen. Ist eigentlich Glück, dass die Beine von Daenerys hier noch dabei sind, oder? Oh, hier liegt schon eins. Allerdings in einem Plastik, ne? Könnt ihr sehen? Ach Gott, ist das krass. Okay, also dann hier mal den oberen Teil rausmachen. Okay, und hier kippt sie auch schon durch die Gegend. Ach Gott, beide Beine abgebrochen, Leute. Drama. Aber sonst schon eigentlich nichts, ne? Ist alles okay. Schauen wir uns an. Und hier Drogon. Boah, ein Riesenkerlchen. Das Ding ist auch echt schwer. Also ich habe ja die ganzen Dragons-Figuren von Funko ausgepackt. Das hier ist schon eine andere Nummer, muss man sagen. Gut, dann Drogon vorsichtig rausholen. Und die Beinchen. So, hier habe ich... Ja, das ist alles halb so wild. So, wo ist das andere? Hier unten. So, ich hab's. Alles klar. Also, kurzer Blick auf Daenerys. So sieht's aus. Ja, aber das ist okay. Das ist nicht mal großartig rausgebrochen. Das sind tatsächlich einfach nur Teile, die ja eingesetzt wurden. Also, das ist total easy. Ja, total easy. Das ist... Ach... Überhaupt nicht schlimm. Muss nur gucken, wo was hingehört. Gehört es auf diese Seite oder auf die hier? Ne? Ja, seht ihr das? Das sitzt hier perfekt drin. Wenn man das ein bisschen klebt, sieht man überhaupt gar nichts mehr. 0,0 gar nichts. Auch schon goldig. Das Stiefelchen, oder? Ich schmeiß mich weg. Okay, ja, ein bisschen Kleber dran und dann hält es. So, hier die andere Seite. Stiefelchen in einem hellen Grau. Das Bein hier ein bisschen dunkler gemacht. Auch das sieht aus wie eine Steckvorrichtung. Ne? Mache ich gleich mal hier auf die Seite dran. Ja, perfekt. Da sieht man überhaupt nichts. Ich sage ja, ein Klecks Kleber. Und dann hat sich die Sache erledigt. Ne? Nicht mal hier an den Knie sieht man, dass was gebrochen ist. Das Ding ist also... Und wenn ich so halte, seht ihr? Die halten sogar fast von alleine. Ist ja der Knaller. Ja, ich würde sagen, ich klebe das ganz kurz und dann schauen wir uns das noch ein bisschen genauer an. Die Haare, die geflochtenen Strähne, das ist ja schon klasse. Ich sag ja, Funko ist schon nett, die machen schon echt witzige Geschichten. Ich kann den Kult schon echt verstehen. Ich kann es ja nicht verstehen, dass man für ein bisschen Vinylplastik so einen Haufen Geld zahlt wie manche Sammler. Das finde ich total übertrieben. Ich hasse es, wenn Dinge so überhyped werden. Ich werde es nie nachvollziehen können, egal bei welcher Serie, ganz ehrlich. Eigentlich ist man blöd, wenn man die Preise zahlt. Einfach ein bisschen warten, bis sich der Hype gelegt hat und dann kriegst du auch wieder zu normalen Preisen. Klaro, es gibt immer Sammlerstücke, wo sie meinen, oh ja, das steigt im Wert und so weiter. Manche sehen das auch als Wertanlage. Totaler Quatsch. Es sind Plastikfiguren. Werte zahlen euch nur Sammler und die müsst ihr im Falle eines Verkaufs erstmal finden. Vor allem, wenn schon ein Weilchen her ist mit diesem Hype, ne? Und man muss sich bei Funko immer klar vor Augen halten, das sind in Massen hergestellte Figuren. Es mag limitierte Auflagen geben, aber es bleibt nach wie vor, egal wie du es drehst, Plastik. Und die Beine sind hier immer noch dran. Okay, nee, ich werde kurz kleben, dann schauen wir uns das nochmal an. Und vor allem halt auch Drogon, boah, ein Riesenteil, der Burner. Hab noch nie so einen riesen Funko-Teil gesehen, ganz ehrlich. Und dann setzen wir die beiden mal zusammen. Also, ich mache einen kurzen Schnitt. Bis gleich. 2000 Jahre später. So, Hallöchen, willkommen zurück. Ich habe die Beine von Daenerys hier angeklebt. Sieht doch aus wie neu, sieht man überhaupt nichts mehr. Nichts gesprungen, es fehlt nichts. Perfekt. So, na dann lass uns die Figur hier mal ein bisschen näher anschauen. Sie kann, ja, stehen, kann man da stehen dazu sagen. Ziemlich xig, denn es ist ja eigentlich eine sitzende Pose. Daenerys hat hier auf jeden Fall eine Höhe von circa 9 cm. Und ja, typisch Funko eben.
Die Augen komplett in Schwarz. Die Augenbrauen eher ein bisschen, ja, wirken bräunlich oder einfach ein bisschen schwächer aufgedruckt hier. Ein ganz kleines Näschen. Die Haare finde ich hier Weltklasse, ne? Die Locken, die Löckchen, die Schlangenlinien, auch dieses Geflochtene hier hinten. Also das finde ich schon echt super schön gemacht. Klasse. Also finde ich toll, dass man sich da so eine Mühe gemacht hat. Ne? Auch schön, wie die Haare hier zusammenkommen. Zumindest für Funko-Verhältnisse finde ich es Weltklasse gemacht, ne? So, man sieht aber allerdings auch halt ein paar Verarbeitungsstellen, ne? Zum Beispiel diese Locke wurde nachträglich hier angeklebt, genauso wie auf dieser Seite. Ne? Sieht man deutlich, wie das hier absteht. Nett, dass die Ohren hier noch ein bisschen rausstehen. Das ist schon richtig gut gemacht. Hier geht die Farbe sogar schon ein bisschen weg an den Haaren. Okay, und was ich halt übelst finde, ist die Geschichte, wie die Köpfe hier unten immer zugemacht werden. Ja, man kann es ja ein ganz kleines bisschen drehen, aber nur ein kleines bisschen. Und ich habe immer Angst, ich reiße dann das ganze Teil hier unten ab. Ne? Und das ist das, was ich meine. Auch das gehört dazu, was ich nicht verstehe, dass die Figuren dafür so overhyped, so teuer verkauft werden. Finde ich total übertrieben. Auch hier hinten an den Haaren, seht ihr das? Auch hier wurde noch was zusammengeklebt. Das ist doch nicht schön. Das sieht doch aus unter aller Kanone, mal ganz ehrlich. Ja, für die Preise, wo die Figuren teilweise angeboten werden, nee. Würde ich niemals zu viel dafür zahlen. Echt nie. Never ever. Aber sind klasse. Ich finde es super, wie einfach und wie gut die Figuren aus den Serien getroffen werden. Ja? Punkt, Punkt, Komma, nicht mal ein Strich und perfekt. Muss man sagen. Auch das Gewand, was sie hier anhat, das Weiße, das meine ich, hätte ich mal in irgendeinem Film gesehen. Mit den beiden kleinen Schleppen hier und so weiter. Das ist schon nett gemacht. Auch ein tolles Dekolleté, ja, für eine Comicfigur, muss man sagen. Die Fingerchen, ne, an den Händen erkennt man sehr gut. Die Stiefelchen, wie schon gesagt, echt auch nett gemacht. Auch dieses Fließende von ihrem Kleidchen hier. Richtig, richtig schön. Und ich bin halt total begeistert von den Haaren. Das muss man mal sagen. Ganz, ganz toll gemacht. Aber halt die Verarbeitung, ne? Und zudem ist das Ding auch nicht massiv, sondern hohl, wie man es halt von Funko kennt. Gut, das zu Daenerys. Ja, wirklich putzig, sehr reizvoll und auch echt gut getroffen, muss man sagen. Ob man die Serie jetzt kennt oder nicht, cool gemacht. Nur halt das hier. Wow, das ist... Okay, kommen wir hier zu Drogon. Ja, wie schon gesagt, echt definitiv die größte Figur, die ich bisher von Funko vor mir auf dem Tisch habe. Ja, das ganze Ding wurde in Schwarz gegossen und der ist schon richtig schwer. Also der Körper wirkt hier massiv. Denke mal, auch der Kopf wurde wieder anmontiert. Die Flügel wurden anmontiert, aber alles halb so wild, das haben sie gut gemacht. Ne? Hier sieht man zum Beispiel, wie der Kopf hier angesetzt wurde, auch hier unten. Ja, hier kann man das sehen. Ebenso diese Hörnchen wurden teilweise auch hier noch draufgesetzt und der Kopf ist auch noch unterteilt in eine obere und eine untere Hälfte und das hier hinten wurde alles komplett dran gesetzt. Aber es sieht wirklich klasse aus. Ja, auch hier einfach noch ein bisschen grau an manchen Stellen hingesprüht. Das rote Auge, ich denke mal, dass das Rot hier hinten hinter dem Auge beabsichtigt ist, damit es einfach ein bisschen glühender wirkt. Von dem her absolut okay. Die Zähnchen hier schön weiß bemalt, also halt ein krasses Weiß. Aber auch das ist gut gelungen. Die Zunge hier innen spaltet sich hier vorne sogar noch ein kleines bisschen. Auch das ist gut gemacht, ne? Selbst der Gaumen hier oben mit so einem dunklen Altrosa bemalt, genauso wie die Zunge. Das ist schön gemacht. Der ganze Kopf wirkt unglaublich gut gemacht. Ne? Nicht zuletzt auch wegen den wahnsinnig vielen Hörnern, Stacheln und so weiter und so fort. Was für ein cooler Drache. Ne? Aber selbst hier sehe ich schon so ein paar Abschürfungen, obwohl das Ding hier original verpackt ist. Und das ist nicht durch die Quetschung entstanden. Ja, also das ist schon im Produktionsablauf passiert. Ne? Das sind halt so Sachen. Genauso hier, hier sieht man es auch an der Spitze von diesem Horn. Ne? Auch ein bisschen Farbe abgestreift. Das ist nicht wirklich hundertprozentig sauber gearbeitet. Ja, ich möchte nicht pingelig sein. Ich möchte nur ein bisschen irgendwo den oder diejenige, die sich das jetzt hier anschaut, auf den Boden holen und sagen, zahlt nicht zu viel für dieses Zeug. Es ist es nicht wert. Es ist echt nur der individuelle Wert von diesen Figuren. Es ist Merchandise zu einer extrem erfolgreichen Serie. Und ja, Ende. Mehr ist es nicht, ne? Es ist im Prinzip ein Stückchen Plastik,
wie alle Actionfiguren, Spielzeugfiguren, in Massen gefertigt. Und das sollte man einfach nicht zu teuer einkaufen. Oder auch vor allem verkaufen. Okay, das dazu. Ich sehe schon, die Hinterbeine wurden anmontiert, der Schweif wurde anmontiert, die Flügel, hier oben sieht man es noch ein bisschen besser. Und überhaupt so ziemlich alle Stacheln, die man hier findet, der Rückenkamm, die seitlichen Kämme, ne? Er hat drei Rückenkämme, das ist schon cool. Hier, hier und hier. Und dann noch die ganzen Stacheln hier, die Hörner, das ist schon, wow, Weltklasse. Auch wirklich nette Schuppen, nicht unfassbar detailliert, aber absolut zum Modell passend. Auch die Schuppen, die sich hier über den Körper ziehen, vor allem auch über die Unterseite, schön gemacht, ne? Hier Unterkiefer, sieht so aus wie bei einer Lederhandtasche, aber gut gemacht. Dann hier wieder andere Schuppen am Hals, am Körper entlang, natürlich ganz, ganz einfach gemacht, aber passend. Und hier, das finde ich wieder super, hier sieht man sowas wie eine Kloake, der Burner, also wirklich. Schön auch, dass die Flügel an der Unterseite bemalt wurden, ne? So wie oben. Auch hier unten, ne, die Details, die Feinheiten, das ist für die Serie schon echt klasse. Sogar die Krallen an den Füßen hier wurden bemalt, auch die Krallen an den Flügeln, die ganze Stellung, die ganze Haltung, auch die Flügelrippen hier, das ist schon cool gemacht. Vor allem alles schön erhaben, nicht flach, ich denke mal, das kann man gut sehen. Der Flugarm, auch die Haut, wie sie sich hier vorne noch ein bisschen rüberspannt, schön gemacht. Überhaupt die Haltung von dem Schweif, dass er hier noch ein bisschen hoch geht, auch das gefällt mir super gut. Ich sag ja, also ich mag die Figuren und ich freue mich auch auf die ganzen anderen Drachen hier von Funko. Funko, wie auch immer ihr dazu sagen wollt. Und das kommt schon richtig gut, ne? Der Blick und so weiter, die roten Augen. Ich glaube, da gibt es auch noch eine andere Version davon. Auch noch mit einem anderen Reiter. Also das ist schon sehr, sehr reizvoll. Ja, muss man sagen. Und ich sage, für Funko-Verhältnisse richtig, richtig toll gearbeitet. So, und vom richtig, richtig toll gearbeitet komme ich schon wieder zum nicht ganz so toll, denn Daenerys reitet auf diesem Drachen. So, und wenn ich sie ihm hier jetzt auf den Rücken setze, dann hat sie nicht wirklich einen Halt. Man sollte ja denken, hier ist ein bisschen was geformt, aber ist es tatsächlich nicht. Also sie rutscht hier auf dem Rücken rum wie nichts Gutes. Und ihr seht auch die Stacheln, ne? Die gehen hier bis hier runter und hier geht schon wieder die nächste Stachelreihe los. Also viel Platz zum Sitzen hat sie hier nicht wirklich. Also es ist nichts irgendwie hier vorgefertigt, damit Daenerys hier einen guten Sitz hat. So, ich setze jetzt einfach mal drauf. Zack, und sie knallt nach vorne. Also Nasenspitze voll in die Stacheln hier. Die Hände kommen auch nicht wirklich auf den Drachen hier auf. Seht ihr das? Wartet mal, ich hole es mal ein bisschen näher an die Kamera, kann man sehen. Die Hände stehen hier ein bisschen ab, auch wenn ich es drehe. Die Hände kommen nicht richtig dran, da ist das dicke Gesicht einfach im Weg, ne? So, ich muss jetzt wirklich extrem spielen, bis sie tatsächlich mal irgendwie irgendwann so sitzt, damit man es angucken kann. So zum Beispiel, ne? Sie rutscht schon wieder weg. Okay, nochmal ein bisschen nachjustieren. So zum Beispiel. Und rutscht schon wieder weg, ne? Das ist genau das, was ich meine, boah. Du kannst das Ding hinsetzen und dann bloß nicht mehr bewegen. Ja, ich lasse die Kamera jetzt echt mal laufen, weil das glaubt mir sonst niemand, ne? Das ist doch, ich meine, was hat sich der Skulpteur, die Skulpteurin dabei gedacht? Mal ganz ehrlich, das ist doch, ne? Jetzt sitzt sie. Ich finde es auch schön, dass das Röckchen hier ein bisschen so über die Stacheln drüber geht, aber es ist nicht wirklich ein Halt. Wenn sie sich hält, dann durch ihre Haare hier zum Beispiel jetzt am Flügel. Aber sie sitzt nicht wirklich stabil und ihr seht, das Gesicht haut sie ja voll in die Stacheln rein. Das ist doch Schrott. Mal ganz ehrlich. Oh, so süß es auch aussieht. Das ist so schlecht, echt. Das ist, keine Ahnung, haben das zwei unterschiedliche Studios gefertigt? Haben sich die Figuren überhaupt in der Vorproduktion jemals berührt? Wisst ihr, was ich meine? Großer Gott, echt. Also muss ich ja wirklich fummeln und friemeln, bis sie hier einigermaßen sitzt. So, jetzt sitze, wird wahrscheinlich gleich wieder wegrutschen. Also wenn sie mal sitzt, dann sieht es schon klasse aus, ne? Und das begeistert mich auch. Das ist absolut top. So, schon wieder nach vorne geknallt. Das meine ich. Oh, echt. Oh, wie ich da das 360-Grad-Video später machen soll, weiß ich auch noch nicht, ne? Also so sehen die beiden klasse aus. Total süß und gefährlich zugleich.
bin total begeistert. Ehrlich. Nee, ich find's wirklich klasse. Sonst hätte ich sie nicht genommen. Wenn es mir nicht gefallen hätte, hätte ich gesagt, ey, um Himmels Willen, nimm's wieder mit. Ja, aber ich möchte die schon haben, weil die sind schon echt sehr, sehr reizvoll. Wie schon gesagt, nachher gibt's noch ein richtiges 360-Grad-Video, wo ich's da noch aus ein paar Perspektiven filmen werde. Aber jetzt einfach mal grob für euch zum Zeigen, so sieht das Ganze aus. Ne? Ihr könnt ihren Kopf auch ein ganz klein wenig bewegen. So ein klein bisschen nach rechts drehen oder nach links, das kann man schon machen. Und dann sieht es auch nett aus. Aber naja, ich probiere nochmal, ob ich sie einigermaßen hier drauf kriege. Ja, so wäre es zum Beispiel nett. Ne? Achtung, Achtung. Oh. Ja, ihr wisst das. Daenerys steigt von Drogon. Okay, also mehr gibt's dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Mehr wollte ich dazu auch nicht erzählen, aber jetzt seht das mal. Ein wirklich witziges, schönes, vor allem großes Modell von Funko. Ich find's top, aber ich kapier's nicht, warum die Leute bereit sind, dafür teilweise so wahnsinnig viel zu bezahlen. Ich kapier's nicht. So, aber wenn ich sie jetzt hier mal stehen habe, pass mal auf, Drogon hat hier eine Länge von ca. 21 cm, hat eine Höhe von, ja, 10 cm in etwa und mit Daenerys kommen wir hier, denke ich mal, auf 14, 15 cm und ihr kriegt hier ein wirklich sehr schönes Stück für eure Vitrine. Ja, definitiv kein Spielzeug. Ihr habt es ja gesehen, es ist viel zu empfindlich. Wenn euch Daenerys runterfällt, dann brechen die Beine ab. Unter Umständen die Hände oder der Kopf reißt halt aus, weil er nicht wirklich allzu gut angeklebt ist. Ne? Um den Drachen mache ich mir jetzt weniger Sorgen, aber ich denke mal, auch die Hörner können relativ schnell abgehen. Und sie sind ja auch nicht zum Spielen gedacht, sondern eher als Aufstellfiguren, Merchandise. So, jetzt habe ich es noch einigermaßen hier in die Mitte gestellt. Ja, aber ich zeig's euch nochmal in einem extra Video ein bisschen besser. Ja, aber wenn ihr das Stück hier günstig kriegt, kann ich nur, ja, empfehlen. Ich kann's wirklich nur empfehlen. Sieht klasse aus, ob man jetzt die Serie kennt oder nicht. Wer Drachen mag, wer irgendwelche geheimnisvolle Drachenreiterin mag, der ist hier absolut bestens bedient. Schönes Modell, tolle Größe, das ist schon absolut okay. Der Paintjob und so weiter, auch der ist relativ einfach gemacht. Ja, nichts ultra anspruchsvolles, aber nettes Stück mit einigen Ecken und Kanten und einer nicht wirklich gut sitzenden Lady. Aber okay. Gut, dann würde ich sagen, das war's dazu. Und ja, Leute, ich bedanke mich fürs Reinschauen. Ich sage ciao, tschüsschen, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal, euer Rupi. Yay.